Hallo miteinander. Wenn mich das Leben in Frankreich hier irgendetwas lehrt, dann ist es Frustrationstoleranz zu entwickeln. Und ich habe schon eine gute, also zumindest so nach deutschen Verhältnissen. Meine Neverending Story hier auf meinem Hof ist der Stallbau. Und wer mir bei Instagram zuschaut, der weiß, was ich meine. Der Stall sollte ja spätestens März fertig sein, also allerspätestens. Aber die französische Realität, die sieht einfach anders aus. Und zwar in Bezug auf alles, auf Handwerker, Termine, Materialbestellungen, Lieferfristen, you name it, es ist anders. Und das Ganze immer zulasten von meiner Ruhe, meiner Zeitplanung und meinen Finanzen. Denn es wird auch alles deutlich teurer als geplant oder besprochen. Damit meine ich jetzt nicht so, ich sag mal, die üblichen 10 bis 20%, sondern so 70 bis 100% mehr. Und das, selbst bei allerbester Planung, es läuft hier anders. Ich habe in meinem Video vor 2 Wochen davon ja schon ein wenig erzählt. Ich verlinke es euch gerne nochmal hier oben. Aber es ist einfach so, um überhaupt nervlich zu überleben, braucht man hier eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Und am Freitag war wieder so eine Situation, die hat mich, sagen wir mal, abermals ins Training geworfen. Denn das Stalldach sollte nun endlich montiert werden. Und dafür braucht man eine Menge Manpower, weil diese Sandwich-Paneele sind zum einen sehr groß und unhandlich. Also das heißt, sie sind 1 Meter breit, 8 Meter lang und auch noch schwer, nämlich 100 Kilo pro Stück. Ihr erinnert euch, habe ich vor 2 Wochen erzählt. Und da kam ja Roberto ins Spiel vor 2 Wochen. Der wollte mitarbeiten. Der hatte mir zugesagt, am Freitag zu kommen, wenn das Dach endlich montiert werden soll. Und so habe ich ihn Donnerstagabend nochmal angetextet. Hey Roberto, denk dran, morgen Dachbau. Und Roberto antwortete, nee, ich kann nicht. Ich habe einen Job, einen anderen Job. Fertig. Es kam also vorgestern, in Anführungszeichen nur, Matt und Ian, und ich musste den beiden dann erklären, dass es keinen dritten Mann geben würde, sondern nur mich, zumal Mickey halt auch jetzt gerade unterwegs war im Ausland. Nichtsdestotrotz, wir fangen an. Wir packen die Sachen aus zur Dachmontage. Und wer es bei Instagram nicht gesehen hat, diese Schrauben für die Dachmontage, diese hier, die waren vom Hersteller vergessen worden, mit dem Dach mitzuschicken. Also das Dach selbst haben sie erst 6 Wochen nach vereinbartem Liefertermin geschickt. Dann waren die Befestigungen nicht dabei. Die wollten sie dann direkt wieder rausschicken. Dann habe ich nach einer Woche mal angerufen, was ist damit? Dann haben sie dann festgestellt, oh, das haben wir vergessen. Wir schicken sie jetzt raus. Das heißt, 2 Wochen später, nach dem 6 Wochen verspäteten Dach, kamen endlich die Schrauben. Und Freitag war Großkampftag. Die Dachpaneele aufs Dach mit den richtigen Schrauben. Nur was die hier mitgeschickt haben, das sind nicht die richtigen Schrauben. Diese hier sind zu kurz. Die gehen zwar durch diese Sandwichpaneele durch, aber nur 3 cm ins Holz. Und bei starkem Wind hält das nicht, es geht nicht. Das war dann so der nächste Moment, da stand ich da so und dachte, ey, ihr spinnt doch. Und ich bin so innerlich ein bisschen hochgeköchelt. Aber, und das sage ich mir dann bei allem Spaß ganz aktiv, nutzt der Ärger dir was in der Situation? Und wenn nein, und es ist leider meistens ein Nein, dann versuche ich ihnen eine hilfreiche Handlung zu kanalisieren. Das heißt, wir haben angefangen, Baustoffhändler in der Gegend anzurufen und zu fragen. Das heißt, mein Handwerker, der spricht fließend Französisch. Und siehe da, in Marmont hatte dann ein Baustoffhändler noch 100 Schrauben von der Länge, die wir brauchten. Wir brauchen 400 Stück, aber 100 Schrauben sind besser als nichts. Also bin ich nach Marmont geheizt und habe diese Schrauben geholt. War nach 1 Stunde zurück mit 100 richtigen Schrauben und 200 Euro weniger Geld. Die sind nämlich wahnsinnig teuer. Die restlichen Schrauben bestellen dauert 2 Wochen. Na, ist ja klar, 2 Wochen. Und da es französische 2 Wochen sind, kann das halt auch 4 Wochen bedeuten. Das habe ich tatsächlich inzwischen gelernt. Und dann dachte ich mir so, vielleicht hat dieser Baustoffhändler ja noch eine Dependance in einer Nachbarstadt und wir können ja da mal anrufen. Das haben wir dann gemacht und siehe da, in Angers war dann die telefonische Auskunft, ja, wir haben die benötigten Schrauben und auch in ausreichender Menge. Und ich dachte so, yay, der Tag, der wird noch was. Ich bin also ins Auto gesprungen. Und ich bin nach Algen gedüst über die Autobahn, weil ich vor 12 Uhr mittags da sein musste, weil die Mittagspause machen. Das bedeutete 5 Euro Maut pro Strecke,
plus Sprit und 50 Minuten Fahrt pro Strecke, weil Agen ist eine Ecke weg. Mir war das egal, ich wollte die Schrauben haben. Ich komme in Agen an, ich spurte fröhlich in den Laden und frage nach den Fies, den Schrauben, und die haben die nicht da. Der Kollege hat sich geirrt und hatte auch kein sonderlich schlechtes Gewissen. Ich habe keinen großen Aufstand gemacht, ich bin raus und habe auf dem Parkplatz so kurz vor mich hingepöbelt, so was das für ein Fuck ist und was für ein Drecksladen. Und dann bin ich ins Auto und bin die knappe Stunde ohne Schrauben wieder zurückgefahren. Frustrationstoleranz. Ich hatte eine längere Strecke Zeit, um mich mit dieser Sachlage zu arrangieren. Mein Ärger war da und er war ja auch berechtigt, sowohl was morgens Roberto anging, als auch die Dachfirma, als auch den Baustoffhändler. Aber für Ärger kann ich mir nichts kaufen. Und wenn mein Frust so hoch schießt, dann fokussiere ich mich auf das, was schon da ist, also was geklappt hat oder was ich noch beeinflussen kann. Und das habe ich auf dieser Rückfahrt getan. Und so hat es ungefähr 10, 15 Minuten gedauert. Da war ich dann tatsächlich wieder vollkommen im Lot mit mir, weil ich mich auf die Freude fokussiert habe, dass wir immerhin 100 Schrauben erbeuten konnten. Und den Rest habe ich erstmal einfach abgehakt. Frustrationstoleranz hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit der Fähigkeit, das Positive, egal wie klein es ist, höher zu bewerten als das Negative. Und zum anderen mit dem Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit. Letzteres, muss ich wirklich sagen, wird hier in Frankreich permanent auf die Probe gestellt. Meine Schraubenlösung ist im Moment, ich habe Micky Bescheid gegeben, der ist in Deutschland, der soll die Schrauben da besorgen und mitbringen. Der ist nämlich früher hier, als diese angeblichen 2 Wochen rum sind. So, ich versuche das so. Mal sehen, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Ich kann aber auch bei der ganzen Situation darauf gucken, dass diese falsch gelieferten Schrauben, die hier, mich 600 Euro kosten und die Firma sie nicht zurücknehmen will. Ich kann darauf gucken, dass sich der ganze Stallbau insgesamt jetzt schon um gute 4 Monate verzögert hat, was bedeutet sehr hohe Mehrausgaben, Stallmiete für die Pferde und diese Gurkerei jeden Tag dahin, ist es alles ätzend. Ich kann auf all das gucken und ja, klar, bekomme ich dann Frust und schlechte Laune. Und natürlich ist dieser ganze Stress eigentlich völlig unnötig, wenn alle Beteiligten, ihr wisst nur, einfach nur vernünftig ihre Jobs machen würden und ihre Zusagen einhalten. Aber darauf kann ich eben nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. Und am Ende kann ich es wahrscheinlich sogar gar nicht. Und weil ich das nicht kann, entscheide ich, und ich entscheide aktiv, mich nicht länger als unbedingt nötig zu ärgern. Und dieser Zeitraum ist Trainingssache. Ich kann mich reinsteigern oder eben auch nicht. Die Sache bleibt, wie sie ist. Und damit ist es für mich natürlich auch irgendwie verschwendete Energie, sich aufzuregen. Stattdessen packe ich die Energie in das, was ich beeinflussen kann. Und da schließt sich der Kreis zu dem Video vor 2 Wochen, in dem es ja auch um Selbstwirksamkeit ging. Selbstwirksamkeit arbeitet sich nicht an der Unmöglichkeit ab. Da ist sie zum Scheitern verurteilt, sondern sie sucht aktiv nach dem, was sie verändern und was sie beeinflussen kann. Und meiner Erfahrung nach ist das oft viel mehr, als uns zum Beispiel unsere Ängste, unsere Unsicherheiten, unsere Eitelkeiten, unser Eingeschnapptsein, unsere Bequemlichkeiten weismachen wollen. Und das bezieht sich eben nicht nur auf so, ich sag mal tatsächlich eher kleine Bauprojekte wie meins hier, sondern auf unsere Jobs, unsere Beziehungen, unsere Lebensträume, auf all das. All das gestalte oder erreiche ich nur, wenn ich mich auf die positiven Aspekte konzentriere und auf das, was ich beeinflussen kann, jenseits aller Ausreden. Und dann heißt es machen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Geschichten dazu. Wo ist euer Frust so hochgekocht und bei was habt ihr es geschafft, den zu kanalisieren in etwas Positives? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Sollte es je wieder einen Podcast geben und ich dazu komme, gehe ich total gern drauf ein. Ansonsten, wer wissen will, wie es weitergeht, folge mir gern auf Instagram. Und vielleicht noch ein Wort dazu. Vor 2 Wochen hatte ich ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, hier bei mir auf dem Hof auch Coaching
in Anspruch zu nehmen, wahlweise gegen Geld, wahlweise aber auch gegen Arbeit. Gerade auf letztere Variante haben sich extrem viele gemeldet mit den unterschiedlichsten Vorstellungen. Ich werde im Laufe der Woche auf meiner Website hier auf bettercallcasey.de noch hochladen, wie genau das funktionieren kann. Ich bin gerade dabei, die ganzen Anfragen zu sichten und ein bisschen zu gucken. Also wer noch keine Antwort gekriegt hat, sehe es mir bitte nach. So viel für heute. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren, entspannten, frustfreien Sonntag. Bis nächste Woche.